Der gute Thorsten hat mich angesprochen und sich ein Video zu dem Spiel hier gewünscht. Es ist irgendwie immer bei mir unter dem Radar geschwommen. Vermutlich, weil ich dachte, es wäre eine dieser typischen Lizenzgurken. Dem ist aber anscheinend nicht so. An dieser Stelle möchte ich auch gerne auf das Video vom Retro-Joe zu dem Spiel verweisen. Ich habe es unten verlinkt und würde mich freuen, wenn ihr bei ihm vorbeischaut. Schaut es euch an, es lohnt sich auf jeden Fall. Was taugt The Death and Return of Superman für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel war eines der frühen Werke des berühmten Entwicklerstudios Blizzard Entertainment und wurde von Sunsoft bei uns 1994 veröffentlicht. Neben dem Super Nintendo erschien auch eine Variante für den Mega Drive ein Jahr später. Die Hintergrundgeschichte ist mal ausnahmsweise relativ tiefgehend und auf jeden Fall nicht einfach nur ein Platzhalter. Ich kürze sie aus Zeitgründen jedoch stark zusammen. Doomsday tötet Superman. Ein paar Jahre danach erscheinen jedoch verschiedene neue Supermans und alle sind irgendwie anders, aber auch irgendwie Superman. Wer ist jetzt der echte? Das Spiel ist ein klassisches Beat'em-up. Mit dem Steuerkreuz bewegt ihr Superman wie gewohnt in die vier Richtungen. Als Aktionstasten habt ihr den Schlag, einen Fernangriff, eine Sprung- bzw. Fliegtaste und einen Oh-Shit-Button. Letzterer löst einen besonders starken Angriff aus, der alle Gegner auf dem Bildschirm sofort erledigt. Den könnt ihr aber natürlich nur eine begrenzte Anzahl benutzen. Wie oft seht ihr einen roten Punkten unter der Lebensenergieanzeige? Soweit also so gut. Klingt ja erst einmal sehr nach Standard. Natürlich bringt das Spiel auch seinen eigenen Kniff hinein. Was natürlich völlig zu eintönig wäre. Wie ihr der Story ja entnehmen könnt, tauchen mehrere Varianten von Superman auf. Und die steuert ihr auch. Insgesamt 5 verschiedene Routes durch die verschiedenen Umgebungen und jeder spielt sich nicht komplett anders, aber immerhin so viel, dass es durchaus sich etwas anders anfühlt. Vor allem die Fernkampfattacke ist immer unterschiedlich. Und ob der jeweilige Superman einfach nur schlägt oder auch tritt, ist schon etwas anders, aber nicht großartig. Aber kommen wir mal zu dem Wichtigsten. Wie fühlen sich denn die Kämpfer an? Ich würde sagen, gut, aber nicht wunderbar. Die Fernkampfattacke finde ich persönlich einfach viel zu schwach und ich habe mich daher meistens auf die klassische Angriffsform konzentriert. Hier könnt ihr aber auch mit den entsprechenden Tasteneingaben Würfe und so weiter vollführen. Leider stimmen gefühlt auch die Hitboxen manchmal nicht wirklich genau. Vor allem, wenn Gegner am Bildschirmrand sind und sich die Sprites etwas überlagern, wird es schon einmal hakelig. Im Großen und Ganzen bin ich aber mit der Kernmechanik zufrieden. Ab und zu wird euch sogar ein quasi Shoot'em-up-Abschnitt geboten, da das Gameplay denn noch etwas auflockert. Jedoch hätte ich mir auf jeden Fall mehr Gegnervielfalt gewünscht. Die wiederholen sich einfach nur ständig. Leider sind die Level teilweise echt unnötig lang gezogen und es gibt einfach keine Speicher- oder wie so eine Passwortfunktion. Immerhin ist das Spiel relativ großzügig mit seinen Continues. Die Grafik kann sich durchaus sehen lassen, es läuft immer alles flüssig, jedoch hätte ich mir bei den Leveln vielleicht mehr optische Vielfalt gewünscht. Einzelne Levelabschnitte wiederholen sich einfach des Öfteren und irgendwann wirkt das Ganze etwas eintönig. Immerhin stimmen aber die Animationen. Die Musik ist im Prinzip genau das, was ihr von ihr erwartet. Sie untermalt das Spielgeschehen passend, ist jetzt für sich alleine genommen, aber jetzt kein Hammer. Ebenso sieht es mit den Effekten aus, durchaus okay, aber nichts Besonderes. Was taugt The Death and Return of Superman also heute noch? Es ist ein solider Titel des Genres und ich habe es mir als Lizenzversoftung echt schlimmer vorgestellt. Das Spiel bietet gute Action, für die Oberklasse fehlt es jedoch etwas an Feinschliff. Titel wie Turtles in Time fühlen sich einfach besser an. Wenn ihr ein gutes Superman-Spiel auf den Super Nintendo spielen wollt, kommt ihr jedoch nicht um diesen Titel herum. Das war das Video zu The Death and Return of Superman für das Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.